So, willkommen zu einer neuen Folge Pokémon Go. Wir sind zurück. Ihr wisst genau, zwei Mega-Entwicklungen haben wir schon gemacht. Zwei müssen wir eigentlich noch machen, theoretisch eine. Aber Glurak hat ja X und Y. Deswegen müssen wir immer noch zwei machen. Es ist Donnerstag, es ist Markttag, es ist wieder viel los. Wir schummeln uns aber mal überall vorbei. Laufen zu einem Bisa-Floor Raid, zu einem Mega-Bisa-Floor. Und dafür brauchen wir natürlich ein Glurak. Ein Glurak möchten wir jetzt mega entwickeln. Wir könnten theoretisch hier dieses 100er nehmen. Ne? Das ist ein 100er, das hat sogar lohe Kanonade. Das wäre eigentlich sinnvoll, dieses 100er zu entwickeln. Aber ich möchte eigentlich dieses Shiny entwickeln. Die sind beide männlich, das ist das Problem. Und ich muss ja ein männliches und ein weibliches entwickeln. Ich muss mich also entscheiden bei dem männlichen zwischen 100er und Shiny. Was nehmt ihr? 100er oder Shiny? Schreibt es mir rein, was ihr genommen hättet. Ich werde jetzt trotzdem einfach mal das Shiny nehmen, denn das ist für euch, das soll mir keinen Nutzen bringen, das ist, um euch das zu zeigen. Wir entwickeln also das Shiny und wir machen ein Y ist das stärkere, X ist das schwächere. Wir müssen EY noch machen, wir fangen mit X an, wir entwickeln einfach das X. Gucken mal, wie das aussieht, dann habt ihr ja trotzdem auch die normale Farbe im Pokédex. Ihr habt die Shiny-Farbe im Pokédex, ihr habt das männliche im Pokédex. Wir müssen nur nachträglich das weibliche noch machen. 3790, auch mit loher Kanonade, das sieht gut aus. Das nehmen wir jetzt erstmal so mit. Wir können uns auch ganz kurz den Pokédex... Nee, machen wir jetzt nicht, machen wir gleich. Wir müssen nämlich noch Leute einladen. Wir laden jetzt noch Leute ein für den Mega Bisa Floor Raid. Machen den mit diesem Mega Glurak X in Shiny und sogar... Nee, das war gar nicht Lucky. Lucky ist weiter unten. Lucky Shiny Glurak hätten wir auch noch im Angebot gehabt. Wer das braucht, wer das will, kriegt's eh nicht, ist ja schon getauscht. So, da sind wir zurück. Leider haben wir hier wieder keine gute Möglichkeit, das Zeug abzustellen. Deswegen müssen wir euch wieder hier auf den Boden legen. Wir gehen jetzt rein, denn es ist Punkt 12. Ich bin mal gespannt. Ich sag dazu gleich mehr. Auf dem Großen hier müssen wir auf jeden Fall den Michi einladen. Der Michi hat sich nämlich gemeldet. Der will eingeladen werden. Bei dem habe ich auch einen Punkt dran gemacht. Ach so, ich bin's, Bodi und Michi, genau die zwei wollen rein. Hier habe ich den Kevin geedit. Der Kevin möchte auch mitmachen. Kevin allein im Raid, Kevin allein. So, wir nehmen einfach mal den Kevin mit, den Rest haben wir. Hier gucken wir wieder, wer online ist, dass wir da vielleicht noch ein paar hinzufügen. Hier Account 2 Schilling. Dann sieht's schon wieder richtig dumm aus, weil dann kommt die ganze Zeit nichts. Und dann kommen plötzlich Bin Busch und Benny, dann laden wir die zwei halt noch ein. Jetzt müssten wir fünf haben, legen das hin. Wir haben auch das Mega Glurak X als Shiny vorne drin zum Angreifen. Und jetzt bin ich gespannt, denn der Brian hat sich angemeldet zum Raid. Das war beim letzten Mal auch schon das Problem. Ich will ihn nicht schlecht reden, aber irgendwie, wenn es um Raids geht, ist der Brian irgendwie immer eine Schlafmütze. Der Brian fragt immer: Hey, macht jemand den Raid? Dann kommen die Leute, machen den Raid und er macht nicht mit. Obwohl dann gepostet wird, wann der Raid gemacht wird und wie viele Leute und jeder macht Liste und alles. Aber der Brian, der fragt danach und dann ist egal. Beim letzten Mal auch, habe ich geguckt. Ich muss mal kurz schauen, ob jetzt hier alle drin sind. Michi ist drin, ich bin's, Bodi ist drin, Bayo ist drin, Kevin ist drin. Wer fehlt? Genau, der Brian. Und ich kann es jetzt schon sehen, dass nachher wieder eine nicht nachvollziehbare Antwort kommt. Das war bei der letzten Folge auch so. Ich poste den Raid, schreibe rein, 9 Uhr, Stolpersteine, bla bla bla. Er schreibt, ich mache mit. Um 9 Uhr, ich gehe rein. Ich mache den Raid, alle anderen machen den Raid, die mitmachen wollten. Ich sehe, Brian ist nicht in der Lobby, Brian ist nicht da, hat das verschwitzt, hat das verschlafen, hat er Probleme gehabt, kam nicht rein. Ich frage ihn extra danach, was ist los?
Und er, ja, ich habe darauf gewartet, dass jemand mal sagt, dass es endlich losgeht. Und das ist was, was ich nicht nachvollziehen kann. Ich meine, wenn es heißt Punkt 9, dann geh doch einfach rein. Vor allem, er wohnt dort. Er hätte einfach 2 Meter zum Raid laufen können, dann wäre er vor Ort gewesen, dann hätte er gesehen oder hätte mit mir reden können, dann wären wir zusammen rein. Wenn er schon von zu Hause aus macht und sich die 2 Meter spart, dann muss er halt auf die Spieler gucken. Und wenn er sieht, oh, da steht jetzt plötzlich, es sind schon 3, 4, 5 Leute drin, dann geht man halt auch in die Lobby, oder? Auf der anderen Seite, wenn es heißt, um 9 machen wir den Raid, dann geht doch einfach um 9 rein. Aber er macht nichts. Und dann heißt es wieder, ja, ich habe darauf gewartet, dass jemand mal was sagt, dass wir reingehen. Nur ich kann doch nicht überall noch jedem Einzelnen wieder nochmal schreiben. Und es hat doch bisher immer gut geklappt, aber in letzter Zeit, weiß ich nicht. Jetzt auch. Ich poste den Raid, Punkt 12. Es ist Punkt 12. Ich gehe rein. Nadine hat sich gemeldet, ist reingegangen. Ihr Freund ist auch reingegangen. Wer fehlt? Der Brian. Und warum? Ich weiß es nicht. Im Endeffekt sitzt er noch zu Hause und wartet drauf, dass jemand zu ihm sagt, du darfst jetzt reingehen, oder ich verstehe es nicht. Das ist für mich komplett nicht nachvollziehbar. Jetzt drücken wir aber mal fix hier die komischen Raids durch. Schauen mal, ob irgendwo ein Shiny dabei ist. Bis jetzt sieht es noch nicht so aus. Hier ist die App komischerweise zugegangen. Wir haben 15.3. Wir haben 15.10. Wir haben... Ja. Wir haben 14,95, wir haben 15,6, wir haben auch ein 15,54. Das ist das höchste bis jetzt, aber wir haben ja noch den großen. Wenn der große über 15,54 ist, dann ist es brutal. Ist er natürlich. Es ist sinnlos, es ist wieder der schlechteste. Das war wie gestern, oder? Alle über 15, alle reisen ab. Hier ist der schlechteste 14,95 und dann kommt er mit 14,92. Und setzt einfach noch einen drauf. Wir können noch mal ganz kurz in der GoTool-App nachschauen, was der 100er wert ist. Wenn ihr die GoTool-App immer noch nicht kennt, gibt es leider nur für Android. So, gehen wir hier auf X-Rates, weil das sind natürlich X-Rates. Wer kennt sie nicht? 5... Oh. 15,54 ist ein 100er. Das heißt, hier ist ein 100er drauf, ein 15,54... Das versuche ich jetzt mal zu fangen, ob ich es geschafft habe oder nicht. Seht ihr dann danach. Stelle ich mich wieder hier an die Hütte mit 2 Handys. Wir fangen gleichzeitig. Ihr könnt jetzt leider nur die Würfe sehen von dem 14,92er. Aber ich habe gleichzeitig auf der Hand auch das andere. Das heißt, ich stelle hier den Kreis ein, ich stelle da den Kreis ein. Ich werfe hier gemütlich und werfe daneben beim 100er, ne? Bei dem anderen natürlich auch. Das muss ja mitziehen. Okay, und das 100er ist drin im ersten Ball. gar kein Problem gehabt. Ist sogar im Pokédex registriert. Das erste Bisa-Floor für den Account. Mein Gott. Und dann ist es auch noch ein 100er. Das erste Bisa-Floor im Pokédex ist ein 100%iges. Das heißt, wir können das jetzt hier weglegen. Ja gut, der Rest, was mit dem jetzt ist, ist eigentlich egal. Das heißt, das schneide ich jetzt in die Überblendung rein. Einmal werfen wir noch so aus Spaß. Hier so ein Spaßwurf, einfach fabelhaft. Wenn es jetzt drin bleibt, bleibt es drin. Wenn nicht, kommt es in die Überblendung und dann sehen wir uns, wenn wir das... Ist okay, dann bleib halt drin. Muss ich was anderes für die Überblendung fangen? Wir sehen uns auf jeden Fall wieder. So, da sind wir nochmal zurück natürlich. Wir wollen jetzt wirklich in den Pokédex reinschauen, wie das jetzt aussieht. Denn da müsste ja jetzt auch das Normale angezeigt werden. Ihr habt hier also das Mega Glurak X und das Shiny Mega Glurak X, was einfach hässlich grün ist. Die Leute sagen, das sieht richtig genial aus. Was ist eure Meinung? Ich finde, ich weiß nicht, keine Ahnung. Dieses Grüne, das sieht aus wie abgestandener Pfeffi. Das hier, das sieht wenigstens noch schwarz und böse aus. Aber uns fehlt natürlich der weibliche Eintrag, wie immer. Irgendwie fehlen immer die Weiber. Pokémon Go ist für Männer, wie ihr seht. Deshalb wollen wir jetzt trotzdem noch rein. Haben ja, jetzt wollte ich Dragoran eingeben, Glurak.
haben das entwickelt. Deswegen kostet das, wie gesagt, jetzt nicht mehr 200, sondern nur 50 Energie, wenn ihr das nächste Mal entwickelt. Das wäre sinnvoller gewesen zu entwickeln, weil das ist ja das 100er mit Lohe-Kanonade. Aber wer weiß, was noch kommt. Vielleicht in Zukunft kommt noch so vieles. Irgendwann habt ihr Energie und sonst was, dann kann man das auch noch raushauen. Und wir brauchen jetzt noch ein weibliches. Deswegen lösche ich Glurak und schreibe nochmal Glurak hin. Glurak und weiblich. Jetzt seht ihr alle weiblichen Gluraxe. Haben wir hier ein 1600er. Ihr habt hier ein 2045er. Und ihr habt sogar noch ein erlöstes 100%iges. Und wenn wir schon kein hochleveliges 100er haben, haben wir wenigstens beim weiblichen noch ein 100er dabei. Das hat aber keine lohe Kanonade, das hat Hitzekoller. Trotzdem werden wir hier jetzt die 200 noch ausgeben. Und werden nochmal ein X Mega Glurak entwickeln. Dann fehlt nur noch eine Folge theoretisch, und zwar die fürs Mega Glurak Y. Das ist wenigstens kein Shiny, das sieht wenigstens normal aus. Sieht meiner Meinung nach auch besser aus. 2915, okay. Nehmen wir so mit. Können wir nochmal drauf drücken. 100% habt ihr ja gesehen. Was machen wir jetzt damit? 4 Stunden? Nichts, wie immer. Eintrag ist also da. Kann ich euch hier auch nochmal zeigen. Wenn wir auf den Pokédex gehen, Mega Glurak. Jetzt habt ihr es hier also beim Mega Bisaflor, männlich, weiblich, alles dabei. Ihr habt Mega Glurak X, männlich, weiblich, alles dabei. Wir haben das Mega Turtok, männlich, weiblich, alles dabei. Natürlich auch immer die Shiny-Varianten. Wir müssen noch warten, bis man Bibor-Energie bekommt aus der Forschung. Also aus den Feldforschungsquests kommt ja bekanntlich dann auch in der zweiten Woche Mega Bibor-Energie, dass wir hier auch eben das Weibchen noch machen können. Und es fehlt, wie gesagt, noch das Glurak Y. Da bin ich mal gespannt, wie da das Shiny aussieht. Das habe ich mir nämlich noch gar nicht angeguckt, ob das dann statt diesem Orange trotzdem auch richtig böse schwarz ist. Das war es aber jetzt von meiner Seite aus. Habt ihr auch schon Glurak X entwickelt oder Glurak Y? Habt ihr Mega Bisaflor entwickelt? Habt ihr Turtok entwickelt? Habt ihr schon irgendwas? Macht ihr männlich? Macht ihr weiblich? Was habt ihr entwickelt? Ein Shiny oder ein 100er? Oder was ist das Beste, was ihr entwickelt habt? Übrigens das Brein-Update. Der Brein war also nicht im Raid, nicht in der Arena. Ich habe danach ja gefragt, was los war. Ich habe bis jetzt keine Antwort bekommen, er hat schon wieder andere Sachen in die Gruppe geschrieben. Aber ich denke mal, er hat es halt wieder verschwitzt. Ich weiß nicht warum, ich kann dazu nichts sagen. Ich hoffe, der guckt die Videos nicht, sonst kommt er bald vorbei und tritt mir die Tür ein. Das war es auf jeden Fall jetzt von meiner Seite aus. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Bis dahin, Peace out, Vorhaut, euer Ramses.